kommentiert die Ausgabe der ägyptischen Rose. Binden Sie sich an nichts, nicht aus Liebe, aber auch keinesfalls aus Hass. Seien Sie rein objektiv, wohlwollend, bis zum Äußersten, aber nicht gebunden. Hören Sie auf keine einzige Stimme, keinen einzigen Impuls, keine einzige Beeinflussung. Nehmen Sie auch nicht ohne weiteres unsere Worte als wahr an. Seien Sie wohlwollend, objektiv, bis Sie innerlich etwas von der Wahrheit selber entdecken. Wir wiederholen, hören Sie auf keine einzige Stimme. Folgen Sie keinem einzigen Zwang Ihres augenblicklichen sinnesorganischen Organismus. Stellen Sie sich ohne Einbildung als autonomes Geschöpf in die Alloffenbarung. Doch bleiben Sie gleichzeitig äußerst wachsam. Denn wenn Sie beginnen, in die Unabhängigkeit einzutreten, wird die gesamte Ionen- und Archontenschaft über Sie herfallen. Viele Götter der Schöpfung, viele mächtige Wesenheiten werden dann Interesse für Sie haben. Das war ein guter Einstieg, dass wir jetzt, dass wir auf dich hören sollen. Richtig. Hört auf eure innere Stimme. Wenn sie denn als wahr gefunden wird, weil das ist ja auch das Thema, dass wir sehr gesteuert und programmiert sind und vielleicht viele innere Stimmen haben. Viele Menschen haben viele Stimmen und es muss nicht immer die des Herzens sein. Was da so ein bisschen aus dem Text hervorgeht, ist wirklich diese unbedingte Selbstautorität, diese unbedingte Autonomie, die absolut, und das kann man nur erreichen, wenn wir uns an Kräfte anbinden wollen, indem wir uns mit unserem höchsten Ursprung verbinden. Es gibt nichts anderes. Alles andere ist Fake.